So, Kameramann, stopp. Welches Thema war es nochmal? Welches Thema? Ja, wir hatten mehrere Themen und wir müssen jetzt war ein wichtiges Thema. Welches war das? Jetzt waren wir beim Thema, ich bin immer noch fett, obwohl ich trainiere. So, Freunde, ich habe mir meinen Mann hinter der Kamera, das war ein Regisseur, dreimal rumdrehen, das ist der Cedric. Nennt man Regisseur. Resigur. Resigur. Resigure. Genau. So, und der Mann ist wichtig. Wisst ihr warum? Weil ich bin ja schon weit über ein halbes Jahrhundert raus. Und da ist es manchmal mit dem Kurzzeit-Langzeitgedächtnis nicht so einfach. Und zwar, heute geht es darum, dass es Menschen gibt, die gut essen, sich wirklich klasse ernähren, sehr gut essen. Die machen auch richtig guten Sport, viel Sport, intensiven Sport. Aber die Fettverbrennung, die will einfach nicht funktionieren. Das heißt, die haben alle Parameter kontrolliert, aber diese Fettverbrennung will einfach nicht funktionieren. Schilddrüse, hoffentlich abgeklärt, wenn es bei dir sein sollte. Ob die Schilddrüsenhormonfunktion auch passt. Dann, ob sonstige hormonelle Probleme vorhanden sind, auch schon gecheckt. Super. Cortisol, Stresshormon zu hoch. Weiß ich nicht, musst du selber gucken. Mal nachgucken, auch getestet. Und trotzdem findet keine Fettverbrennung statt. Apropos, wenn ihr nach dem Cortisolwert gucken wollt oder auch nach einem Hormon. Es gibt zwischenzeitlich Speicheltests, die kann jeder zu Hause machen. Da könnt ihr das nachprüfen, könnt ihr testen. Wenn ihr unten reinguckt, dann findet ihr unten in den sogenannten, darf man auch Shownotes dazu sagen? Shownotes, Videobeschreibung. Videobeschreibung, Shownotes, hört sich einfach gut an. Video Description Blog Information. Video Description Blog Information. Also wir sind auch hier natürlich sehr modern und benutzen auch solche Wörter, obwohl wir nicht wissen, was sie heißen, aber ist egal. Wenn ihr unten reingeht, da könnt ihr unten den Link anklicken. Da findet ihr auch dann mal den Zugang zu so einem Speicheltest. So, und wenn ihr das alles getestet habt und diese Scheiße funktioniert immer noch nicht mit der Fettverbrennung, dann kann Folgendes passiert sein. Wer von euch da jetzt gerade Schlauberger hinter der Kamera sitzt, du warst jetzt nicht gemeint, hinter dem Monitor. Es gibt da einen Faktor, der bremst die ganze Fettverbrennung ein. Wer von euch weiß, Arme strecken bitte und schnipsen, wie daheim in der Schule, zack, 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 schnipsen, du hast geschnipst, also hast du die Antwort. Genau richtig, Sauerstoff, aerob, das heißt, die Fettverbrennung kann nur dann funktionieren, wenn auch genügend Sauerstoff vorhanden ist. Warum? Weil die Fettverbrennung nur im Beisein von Sauerstoff funktionieren kann. Jetzt gibt es tatsächlich das Szenario, dass Menschen nicht genügend Sauerstoff in der Zelle haben. Aber ihr habt trotzdem geatmet. Ja, das ist spannend. Natürlich atmen wir. Wir fallen ja auch nicht um. Sondern wir bekommen ja Sauerstoff. Aber ob der Sauerstoff ausreichend ist und ob in der Zelle genügend ankommt, da gibt es Relationsfaktoren dafür. Und das kann man tatsächlich messen. Da kommen wir gleich dazu, darauf zu sprechen. Also, nochmal. Alles ausprobiert, alles abgeklärt, alles wunderbar, trotzdem keine Fettverbrennung. Ernährung passt, leichtes Defizit, gutes Training, keine 22.000 Diäten vollgemacht, dass Stoffwechsel total am Arsch ist. Dann gibt es eine Messmethode, Freunde. Und zwar die sogenannte Ruhe-Atem-Gas-Messung, die ist sehr interessant, weil wir natürlich eben meistens, wenn wir nicht gerade schlafen, die restliche 14, 15, 16 Stunden nicht im Sport sind, außer 3 bis 4 Mal in der Woche. Somit ist eine Ruhe-Atemgasmessung ganz interessant, um herauszustellen. Wie arbeitet unser Körper im Bereich der Ruhe? Kommt da genügend Sauerstoff im Körper an? Kann man messen, dann stellt man fest, oh, Sauerstoffverwertung miserabel. Gucken, warum? Zum Onkel Doktor gehen. So, da gibt es ganz verschiedene Szenarien, das wird jetzt ein bisschen medizinisch. Ich möchte also nicht zu weit reingleiten, weil das ein sehr medizinisches Thema ist. Aber wie gesagt, wenn es dann so sein sollte, dann kümmert euch mal um eine Spiroergometrie. Das ist natürlich eine Belastung, kann man machen, unterbelasten. Nur wenn ihr in der Woche 3-mal Sport macht und ihr wisst dann tatsächlich, was ihr in 3 Stunden Sport verbraucht, dann ist das natürlich Nummer 2. Nummer 1 ist eine Ruheatemgasmessung. Wenn man da weiß, okay, der Körper bekommt nicht genügend Sauerstoff, der Körper
kann kein Fett verbrennung, dann kann kein Fett verbrennen, dann kann man hier natürlich mal mit dem Arzt sich darüber unterhalten, woran liegt es. Liegt es daran, dass zu wenig Sauerstofftransporteure da sind? Liegt es eventuell daran, dass das Zellmembran nicht mehr durchlässig ist für Sauerstoff? Das sind alles Dinge, die kann man überprüfen, sollte man überprüfen. Wisst ihr auch warum? Wenn du als Coachee dich maximal bemühst, Fett zu verbrennen, alles richtig machst und nach einem halben Jahr passiert nichts, was passiert dann? Was ist dann für ein Szenario am Start? Du bist demotiviert. Du fragst dich, warum soll ich mich denn überhaupt gesund ernähren? Warum soll ich denn überhaupt so viel Sport machen, wenn doch eh nichts passiert? So, da haben wir, ja, kann man so denken, aber wir haben da zwei Fehler drin. Erstmal hat man vielleicht noch nicht alle Parameter abgecheckt, warum es nicht geht. Und zweitens, das möchte ich jetzt noch dringend dazu sagen, egal ob du Fett verbrennst oder nicht Fett verbrennst, egal ob du jetzt mal abnimmst oder nicht abnimmst, wenn du trainierst, hast du immer schon einmal investiert in deine gesunde Zukunft. Also nicht vergessen, 50% des Erfolges hast du schon, auch wenn nichts auf der Waage passiert, okay? Nicht vergessen. Also nicht verzweifeln. Und dann, zweites Szenario ist einfach, dass viele Menschen sich um gewisse Dinge kümmern, aber manche Dinge bei vielen überhaupt im Bewusstsein ist. Wie zum Beispiel tatsächlich gucken mal, warum der Körper keinen Sauerstoff in die Zelle bekommt. Ihr denkt jetzt ja, aber ich atme doch, ich falle ja nicht um, also muss der Körper ja Sauerstoff bekommen, das ist richtig. Aber wie viel tatsächlich letztendlich in der Zelle ankommt, da gibt es Faktoren, die kann man messen, die solltet ihr messen lassen. Damit ihr natürlich weiterhin langfristig im Training bleibt, denn wenn ihr demotiviert seid, dann kann irgendwann sein, dass er sagt, weißt du was, ich hab keinen Bock mehr. Bringt eh nichts, ist eh alles Mist, taugt nichts. Und deswegen ganz wichtig, guckt mal danach und lasst euch mal checken. Ich habe noch eine Idee für euch und zwar, ich mache natürlich sowas auch. Auch bei mir könnt ihr gecoacht werden und wenn ihr euch bewerben wollt als Coachee für ein kostenfreies Beratungsgespräch, ob ihr tatsächlich mein Coaching in Anspruch nehmen könnt, dann guckt mal unten in die sogenannte Video Description. Oldschool Video Beschreibung. Video Beschreibung, also unten steht was drunter und das lese ich durch und dann klickst du drauf. Fertig. Und dann kommst du zu mir und ich sage, jawohl, guck mal, lass mich mal gucken, stell dich mal hin, Auge auf, Mund auf, alles klar, passt. Ja, ich coach dich dann. Das heißt, du hast die Möglichkeit, bei mir natürlich auch so etwas zu machen. Ja, Freunde. Fettverbrennung ohne Sauerstoff funktioniert nicht und bevor du verzweifelst, bevor du die Flinte ins Korn wirfst, bevor du vielleicht irgendwas versuchst, was nicht besonders gesund ist, auch das ist ein Szenario, was passiert, dass Menschen vor völliger Verzweiflung irgendwas sich dann einpfeifen, irgendwelche Fettburner, was weiß ich was alles, die vielleicht sogar noch in Deutschland gar nicht erhältlich sind, die gesundheitsschädlich sind. Keine gute Idee. Dann vielleicht doch besser Mr. T fragen. Easy going. Und dann hast du einen richtigen Spaß am Training. Und ich kann dir garantieren, mit 100%, wenn du das tust, was ich dir empfehle, dann wirst du 100% Erfolg haben.